Ich hatte bei mir noch einen Protein-Schokomuffin vom Fitnessshop Hamburg. Der ist mit Schokofilling. Ich glaube, den gibt es im Shop auch noch mit Vanille. Und da werde ich jetzt ein bisschen Marshmallow drüber toppen und dann im Airfryer kurz backen. Also riechen tut er schon mal richtig schokoladig. Und sieht optisch von der Seite aus wie so ein Google-Hupf. Und ich glaube, in der Mitte sieht man auch schon was von dem Chocolate Filling. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich die Marshmallows dann toppen soll. Ja, die Marshmallows sind ein bisschen flöten gegangen, aber es duftet unglaublich gut. Ja, so sieht es jetzt angerichtet aus. Aus dem Marshmallow ist jetzt ein Crumble geworden. Total knusprig geworden, aber es duftet mega gut. Und einmal von innen. Ich glaube, ich sollte es noch mal ein paar Sekunden in der Mikrowelle erwärmen. Und ja, es war eine gute Entscheidung. Noch mal 20 Sekunden aus der Mikrowelle. Richtig, jetzt innen sieht man die flüssige Schokomasse. Ich freue mich jetzt mega, das zu probieren. Und ich mache direkt mal den Live-Taste-Test. Das ist jetzt durch die Mikrowelle auch noch von der Konsistenz her, also wie man hören kann, wenn man mit der Gabel durch den Teig geht, weicher geworden. Und ich probiere jetzt auch direkt den Kombi mit dem Crunchy Marshmallow Crumble. Oh mein Gott, das schmeckt wirklich wie eine Sünde. Total schokoladig. Der Teig also auf jeden Fall in der Mikrowelle erwärmen, weil ich glaube, wenn ich das nicht getan hätte, dann wäre es zu trocken. Aber ich bin jetzt auch gespannt gleich auf das Filling. Ja, werde direkt mal probieren. So, und ich probiere jetzt auch mal direkt diesen dicken Schokobrocken. Boah, es ist. Klebt einem so ein bisschen am Gaumen, aber so schokoladig. Richtig lecker. Davon könnte ruhig noch mehr drin sein. Also richtig, richtig lecker. Wenn da jetzt noch, wenn ich so eine Soße, so eine Schokosoße vom Fitnessshop Hamburg, also den Muffin würde ich mir auf jeden Fall nochmal bestellen. Bei den Werten. Also echt genial. Jetzt würde ich gerne direkt im Anschluss den Vanillemuffin probieren. Also wirklich super lecker. Marshmallow Crunchy schmeckt auch. Man kann den Muffin aber auch pur essen. Also wirklich. Dem würde ich eine 9 von 10 geben. Und zu guter Letzt mache ich jetzt auch nochmal den Crunch-Test vom Marshmallow für euch. Das schmeckt so lecker. Müsst ihr mal ausprobieren. Also bis jetzt ist der. Man darf es nicht zu lange im Airfryer lassen. 3 Minuten hat es bei 180 Watt. Ich denke, es würden auch 170 Watt reichen.